Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Geschafft! Ihnen gebührt die Ehre. Fallout 76. Aber noch nicht ganz. Wir haben ja noch ein bisschen was zu sehen. Ach ja, genau. Und wir leiden an Dings. Wir haben da noch... Ich habe ja zum Glück noch ein paar Hilfsmittel da, oder? Redwürmern erholt. So. Quatsch, hier stimmt nicht eigentlich nix. So, hier das neue Ding. Ach, das ist sogar gut. Das ist sogar auf Stufe 30. Nee. Ah, verkaufen wir das so bald wie möglich. Ich glaube, dann haben wir hier alles zerlegt. Fürs Erste. So, los geht's. Ja? So, Cola mit Impfung. Geschafft! Das Ende der Seuche in einer Flasche. Während Sie die ausgeben, organisiere ich die Dinge hier und... Überlege mir, wie wir das Zeug zu den Leuten bringen. Wir sehen uns in Sutton, wenn sie fertig sind. Okay, dann geht's mal los. Ich soll doch mein Zeug langsam mal essen oder benutzen. In Ordnung. Ach genau, hier die legendären Scheine. Mit dem Honig, das es immer noch gilt. Genau. Commanding Garrus können wir später mal machen. Das ist auch wieder irgendwo da oben, genau. Fangen wir mit Magma an. So, sprich mit dem Hammer Host Koch, okay. Diese Blutadler sind echte Psychos, aber wir sollen die Bösen sein. Ja, ja. Aber echt. Ich weiß nicht, 6 Flaschen für die komplette Tour. Na gut, ist ja wahrscheinlich nur mal zum Testen und dann geht's in Großproduktion. Nix gegen ein Sixpack. Was Neues drin? Schade. Appalachia gehört uns und mir kann keiner das Gegenteil beweisen. Du lässt dir ja ordentlich Zeit mit dem Impfstoff. Reden wir über Kronkorken. Erst überzeugst du mich, dass wir einen Impfstoff brauchen, dann willst du mich abzocken? Hab dich durchschaut, 7-6. Hier, das sollte dein Söldnerherz ein wenig beruhigen. Cool. Immerhin. Naja, gut. Dann bitte sehr. Warte, warte. Flaschen mit Nuka? Veräppelst du mich, 7-6?
Im Endeffekt ist es eine Schluckimpfung, deren Verteilungsvektor ein kohlensäurehaltiges Getränk ist. Erspar mir das Fachchinesisch. Für dein Gehirn wären all die komplizierten Wörter eh zu viel. Ich sorge für die Verteilung. Bist wohl aus dem Schneider, 76. Wir sehen uns. Alles klar. Das wäre das. Dann gehen wir jetzt mal noch zu den Neuankömmlingen. Ach genau, das ist wahrscheinlich auch wieder irgend so ein Nebending. Aufgabe. Ich glaube, der will schon wieder. Wahrscheinlich will der schon wieder Dings haben. Honig. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. So. Hallo, auch hier waren wir länger nicht mehr. Sunny Eiscreme hat? Schließlich hat er jetzt einen gekühlten Schrank. Kühlschrank nennen wir das. Das ist der Neubeginn der Zivilisation. Hier in Foundation. Na gut, Paige. Gehen wir es bei dir mal noch ab. Ob es jetzt dann damit zu Ende ist, die Hauptquest, oder noch irgendwas anderes kommt. Sobald hier eine Sache repariert ist, geht die andere kaputt. Ich warte immer noch auf den versprochenen Impfstoff. Guck mal, was ich dabei habe. Reden wir doch zuerst über die Bezahlung. Bezahlung? Was sollte all die Überzeugungsarbeit für diese Medizin, wenn du uns jetzt ausquetschen willst? Hier, ist deine schwarze Seele jetzt glücklich? Okay, bitte sehr. Sollte eine Impfung nicht mit einer Nadel durchgeführt werden? Das ist eine Kiste mit Nuka-Cola. Okay, trink das, bevor ich es dir beim Kopf ziehe. Alles klar, dreh nicht durch. Was soll ich bloß von dir halten? Dein Einsatz gegen diese Seuche ist aber ein guter Anfang. Du kümmerst dich um deine Leute. Dafür bin ich da. Ja, das wäre das. Dann gehen wir zur Aufseherin zurück. Aus. So, erstmal das mal noch schnell, bevor es weg ist. Also bevor es halt verdirbt. Du bist es wieder zurück, ne? Ja. Ich muss auch die ganzen Reisen hier finanzieren. Deswegen muss ich auch noch ein bisschen Geld aus der Tasche leiern. Ich mache das hier nur, dass es euch zugutekommt, dass alles schneller geht. Sonst müsste ich da überall hinlaufen. Von daher beschwert euch mal nicht, wenn ich Geld haben will.
So, in dem Fall auch noch reden. Immer was zu tun hier, immer was zu tun. Na dann. Wurde der Impfstoff geliefert? Erledigt. Sie sind geimpft. Bin ich erleichtert. Wir machen ein paar Lieferungen bereit, falls die erste Charge nicht reichen sollte. Ich weiß, dass Sie hier den Löwenanteil leisten. Glauben Sie nicht, dass mir das entgangen wäre. Danke. Die eine Krise ist abgewendet. Wird Zeit, dass wir uns dieses Mysterium in den Bergen vornehmen. Schon das Neueste gehört? Nein, ich war nicht auf dem Laufenden. Ein paar andere aus 76 suchen in den Bergen nach diesem Schatz, von dem wir immer wieder hören. Da ist ein Vault. Vault 79. Fest verschlossen. Kein Reinkommen. Gehen wilde Gerüchte um, was sich darin verstecken könnte. Wir kommen nicht rein, aber ich habe einen Plan, um rauszufinden, was darin versteckt ist. Alle Absolventen der Vault-Tec-Universität kennen Geschichten vom gesperrten Flügel, in dem die höheren Tiere ihre Treffen abhalten. Und ich meine nicht nur kauzige Profs und ihre Mr. Handy-Assistenten, sondern auch Regierungsvertreter, das Militär. Hallen voller Vault-Tec-Geheimnisse klingt ja traumhaft. Ah, stimmt. Tja, wir sehen uns dort. So, Marinerüstung. Gibt es Nuka-Cola? Cool. Mal gucken, was die Rüstung so kann. Stufe 10. Na gut. Aber das kommt dann direkt wieder weg. Ja, wie gesagt, das wird dann auch nochmal verkauft. Die übersehen Aufseherin, aha. Ja, genau, spielen wollen wir gerade mal nicht. Dann würde ich mich aber, glaube ich, tatsächlich jetzt mal eher um... wo ist mein Lager? Ja. Meine neue Begleiterin kümmern und ihre Aufgabe. Hauptquest machen wir dann irgendwann später mal weiter. Schrufteln verursachen höheren Schaden, je näher man am Ziel ist. Das ist ein bisschen, ja, macht ja normalerweise Sinn. Dafür sind sie ja da. Dann würde ich die ganzen anderen Sachen jetzt mal wegpacken. Das wird aktiviert. Achso, das können wir vielleicht auch mal noch machen. Das sind wahrscheinlich die täglichen, ne? Hauptquest machen wir dann auch erstmal wieder weg. Ich hatte noch nie solche Kopfschmerzen. Kriegen wir hin. Kann ich was Neues kochen eigentlich? Ja, lecker Leguan am Stiel.
Da war der Eingang. Das, je eher du den Scanner holst, desto eher kann ich meine Crew finden. Alles in Ordnung, du hast eine Menge durchgemacht. Schwierige Sache. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist mehr, als ich je erwartet hätte. Das lag bei meinem Start nicht mal im Bereich des Möglichen. Aber es hätte schlimmer kommen können. Das darf ich nicht vergessen. Ja, ich komme. Achso, hast du alles? Das hat mir schon mal gefragt. Alles klar, verstanden. So, habe ich noch Schrott zum Abgeben? Ja. Ich glaube, Munition kann auch mal noch weg. Ah, wir können nichts mehr. Fusionskerne würde ich gerne behalten. Fusionszellen. Halten wir mal noch. Es ist auf jeden Fall schön, aus dem feuchten Bunker raus zu sein. Gut, dann gebe ich mal gerade die Scheine noch schnell ab. Müssen wir jetzt hin? Das war das mit dem Spind. Ich hatte noch nie solche Kopfschmerzen. Oder muss ich es einfach auf gut Glück jetzt finden? Die Springs. Das war's mit den Ghoulen. Ah gut, vielleicht wenn wir jetzt die eine Wolke, vielleicht kommen wir die andere dann auch rein, die jetzt hier noch so rumgeistern. Das wäre natürlich eine Idee. Okay, die Bendigo-Höhle. Da war das, ne? Ja, das war Berkeley Springs. Das Terminal lesen. Mein ganzes Geld wieder flöten. Oder muss man halt einfach auf gut Glück irgend so ein Ding suchen, so ein Scanner. Ich habe jetzt keinen Questmarker vorerst gesehen. So, das sind jetzt wahrscheinlich auch wieder ein paar Ghoule, aber wir haben ja mittlerweile eine treue Axt. So, eine Sichel. Okay, das ist keine gute Idee. Müssen wir doch ein bisschen Munition verschwenden. Ein Stimpack. Ging da nicht ganz so rund, wie ich mir das vorgestellt habe.
War das nicht hier? Ah ja, genau, hier ging's runter. Falsche Ecke. So, bitteschön. Ja, warum nicht? So schlecht war das jetzt auch nicht. So, und das andere war... Ja, das dürfte es gewesen sein. Okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwas gewesen. Das ist einfach nur Hilf. Hinterbeute. Gut, das können wir auch mal noch irgendwie machen. Da muss ich quasi hier nochmal nachfragen, was du eigentlich von uns willst. Sigi. Ich meine, jetzt kostet es ja nichts außer Zeit. Aber ich schätze, fürchte fast, ich muss das halt wirklich irgendwo finden. Wahrscheinlich habe ich deswegen die bisher auch noch nicht gemacht, die Begleiter-Quest. Wir können sie mal austauschen, gucken, ob der andere was Anständigeres hat oder was schneller zu erledigen ist. Oh, die Tür zuzumachen. Je eher du den Scanner holst, desto eher kann ich meine Crew finden. Also genau. Hast du alles, was du für die Konsole brauchst? Nein. Ich brauche einen TF-85B-Adapter, um die Wiedergabe des Scanners zu verbessern. Als ich vor Jahrzehnten gestartet... Naja. Alles klar. Verstanden. Ja, dann hätte ich gern einen Questmarker, wo das hingeht. Das ist also ein mobiler Lagerplatz? Faszinierend. Und sehr nützlich. Auf jeden Fall. So, machen wir noch ein bisschen Großmengen. Sollte auch ein bisschen was Platz wieder einsparen. Also was wie ein Scanner habe ich halt nicht hier drin. Ist halt das Problem bei der Sache. Ich wirklich 16. Na gut, wenn ich es hier habe, müllt es mir das Inventar nicht voll. Kann ich mir mal noch anschauen. Zack. Schon, Ich hatte noch nie solche Kopfschmerzen. Ja.
Also muss ich irgend so eine Militärplatte finden, oder wie? Oder kann ich das hier... Ah, vielleicht kann ich den hier herstellen. Sprengmine, Rückruf, Verstärker, Zentralrechnerkern. Nee, glaube ich nicht. Ultra-Zip-Munition, witzig. Gut, dass ich zwei Betten habe. Wie gesagt, ich bin gerade leider doch ein bisschen ratlos. Glaube nicht, dass ihr hier irgendwas habt. So Schaltkreismäßig. Alle zu pennen. Hier eine Sicherung rausnehmen. Ich glaube nicht, ich glaube, wenn so, oder? Weiß nicht, wird das markiert? Ich fürchte, das muss ich mir bis zum nächsten Mal auch nochmal anschauen. Du hast den Mistkerl echt erledigt, hä? Hier. Abgemacht ist abgemacht. Also wenn das alles war, dann... Stimmt, wir haben unsere Belohnung gar nicht abgeholt. Okay, seid ihr alle wegen des Schatzes hier? Schätze machen nur Ärger. Wir wollten hier ein neues Leben anfangen. Ein ruhiges. So viel dazu. Mach's gut. Den Klo hab ich falsch rum aufgehängt. Ist dann safe hinten dran? Nee. Handtuchhalter. Fast. So, die kann ich aber auch noch irgendwie aussortieren. Mal gucken, was wir da noch alles mit anfangen können oder eben nicht. Ich glaube, an was soll es uns jetzt erstmal nicht mangeln? Wir haben noch erstaunlich viel. Links ist doch ganz angenehm. So, noch ein Eichhörnchen drauf. Die beiden kommen dann mal weg. Genau, da muss ich halt auch mal gucken. Was vielleicht eine Idee wäre. Wo ist denn der nächste Bahnhof von hier aus? Da. Dann gehen wir mal dahin. Gar nicht mal das Zeug loswerden. Mal gucken, ob die vielleicht irgendwie Schalt- oder irgendwas Scannermäßiges haben. Aber wie gesagt, ansonsten gucke ich fürs nächste Mal einfach nach. Das ist einfacher. Drin. So, medizinische Vorräte brauche ich gerade nicht. Da, Legendärwechsel. Ich glaube, der Einspruch kann auch mal weg. Tschüss. Ihr kommt weg.
So, vielleicht freut sich jemand drüber. Wegen Bauplänen könnte ich vielleicht auch mal noch gucken. So, Aluminiumfaser, Federn, Schrauben. Fürs Erste. Wasseraufbereiter, vielleicht nochmal eine Idee. Aber gut, machen wir nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.